In Teil 3 geht es um die Lastfallkombinationen. Nachdem die vier Lastfälle und auch die beiden Imperfektionslastfälle vorliegen, können wir jetzt also überlagern bzw. Kombinationen erstellen. Wir wollen aufgrund der Imperfektion und aufgrund der Seile aber mindestens Theorie zweiter Ordnung rechnen, sodass die einfache Überlagerung der Lastfälle ohne die Imperfektionen hier uns nicht weiterhilft. Das wäre folgender Task, das wäre dieser Task. Hier würde also eine automatische Überlagerung aufgrund der Kombinationsvorschriften erfolgen. Wir nehmen stattdessen diesen Task, Erstellen von Lastkombinationen zur Berechnung. Den ordne ich hier unter dieser Gruppe an und mit Doppelklick wird er geöffnet. Hier sehen wir jetzt unsere 4 plus 2 Lastfälle und nun müssen wir die entsprechende Kombination hier bilden oder bilden lassen. Ich will mich auf die GZT-Grundkombination beschränken. Einerseits hat man natürlich die Möglichkeit, hier jetzt die einzelnen Lastfälle eigenständig zusammenzubauen zu einer Kombination. Oder aber es gibt die Möglichkeit, den Automatismus zu nutzen. Hier wählt man zunächst mal, ob Stäbe oder Strukturlinien gewählt werden sollen. Wir können auch hier wieder den Typ des Ergebnisses einstellen. Wir können auswählen, was die Zielfunktionen sein sollen. Und wenn wir diesen Automatismus nutzen, hätten wir auch die Möglichkeit, hier über Wählen einfach gewisse Stäbe nur oder Strukturlinien auszuwählen. Was passiert bei diesem Automatismus? Unser Programm Maxima bildet also die Kombinationen automatisch durch eine Überlagerung und intern werden dann zunächst die doppelten Kombinationen herausgefiltert und man sieht, was die am häufigsten gefundenen Kombinationen sind. Ich will das einfach einmal starten. Und da haben wir jetzt also hier oben die Kombinationen, die er vorschlägt und hier unten die beiden Imperfektionslastfälle. Das hier sind also nicht gleiche g plus 1,5w, sondern wir sehen, das hängt zusammen damit, dass Wind links und Wind von vorne hier als Typ beide w heißen. Für welche Kombination Sie sich entscheiden, bleibt natürlich Ihre Entscheidung. Ich nehme diese hier angehakten und sage Anwenden. Und bekomme als Ergebnis 7 Lastkombinationen. Hier sieht man immer die Überschrift und dann erkennt man an den Faktoren auch nochmal, wie sich die Kombinationen zusammensetzen. Natürlich könnte man hier durch die benutzerdefinierte Eingabe beispielsweise von minus 1 auch Imperfektionen in die entgegengesetzte Richtung, also minus z, minus y, ganz schnell erzeugen. Ich möchte mich in diesem Beispiel aber nur auf die positiven Richtungen beschränken. Lokal z hieß, ja, wenn Sie sich erinnern, lokal z würde global x bedeuten und das lokale y zeigte hier genau entgegengesetzt des globalen y's und so will ich die Windlasten immer mit der zugehörigen Imperfektion verknüpfen. Also der Wind, der von links kommt, würde zusammenpassen
passen mit der Imperfektion Lokal Z und der Wind, der von vorne kommt, passt zusammen mit der Imperfektion Lokal Y. Also werde ich hier jetzt bei den Kombinationen, wo Wind drin steckt, genau die andere einfach hier rauslöschen. Was haben wir zuerst? Wir haben Wind von vorne, also lösche ich die Z-Imperfektion. Hier haben wir keinen Wind, deswegen lasse ich beide Imperfektionen drin stehen. Hier haben wir Wind von links, also lösche ich Y. Hier haben wir Wind von vorne, also werde ich Z entfernen. Hier haben wir Wind von links, also Y entfernen. Hier haben wir Wind, ja, auch von links, also Y entfernen. Und hier haben wir Wind von vorne, also Z entfernen. Aber bitte, es ist natürlich Ihnen überlassen, auch die Imperfektionen drin zu lassen. Sie haben dadurch natürlich keinen Fehler, wenn Sie mehr Kombinationen und mehr Imperfektionen hier ansetzen. Ich denke aber, für dieses einfache System, was relativ symmetrisch ist, sollte das ein guter Ansatz sein. Dann bestätigen wir das mit OK. Die Lastkombination ist durchgelaufen. Wir erkennen an dem weißen Haken auf grünem Grund, dass es keine Fehler und keine Warnungen gibt. Und nachdem wir die Lasten also jetzt kombiniert haben, können wir den nächsten Task uns hinzuholen, der da heißt Berechnung der kombinierten Lastfälle für die Theorie zweite oder höhere Ordnung. Auch den will ich mit Doppelklick öffnen. Und hier sehen wir genau unsere sieben gerade erzeugten Kombinationen. Ich will alle aktivieren. Hier taucht jetzt nochmal Schiefstellung auf. Wenn Sie aber so arbeiten, wie ich es Ihnen gezeigt habe, nämlich Imperfektionen als Lastfälle ansetzen, dann lassen Sie das hier auf keine Schiefstellung stehen. Das, was ich Ihnen jetzt zeige, ist der von Sophistic empfohlene Workflow. Ich klicke trotzdem mal drauf. Sie könnten also auch hier anstelle dessen, was ich gezeigt habe, Schiefstellungen oder Vorverformungen aus Lastfällen entsprechend einstellen. Wir brauchen es also nicht, weil wir ja die Imperfektionen als eigene Lastfälle gebildet haben. Dann können wir hier oben auswählen, auf welche Gruppen es sich bezieht, und es sind natürlich alle Gruppen angehakt. Dann können wir hier sagen, wie wir berechnen wollen, Theorie erste Ordnung, zweite Ordnung, dritte Ordnung oder linear elastisch, und wir können entsprechende Iterationen einstellen. Ich beginne mit der Theorie zweiten Ordnung, wohl wissend, dadurch, dass ich Seile habe, wir wahrscheinlich die dritte nach der dritten Ordnung bessere Ergebnisse bekommen. Lassen wir es mal laufen. Hier geht er also die einzelnen Lastkombinationen durch und ja, hat offensichtlich keine Fehler, keine Warnungen. Das ist gut. Alternativ, wenn also hier Warnungen kommen sollten, wäre die Möglichkeit gegeben, hier auf Theorie dritte Ordnung umzustellen. Dort hat man in solchen Fällen häufig eine bessere Konvergenz. Ja, unseres sieht gut aus und wir sehen jetzt, dass diese sieben Lastkombinationen auch hier in der Visualisierung korrekterweise auftauchen. Ja, das soll es für dieses Video gewesen sein. Im nächsten schauen wir uns dann die Querschnittsnachweise an.